was ist gelingende, was ist gute geistliche Begleitung. Und bevor ich den Referenten des ersten Vortrags von heute Morgen kurz vorstellen möchte, ein Hinweis auf eine Publikation der Deutschen Bischofskonferenz. Es gibt eine Arbeitshilfe, die heißt Und Jesus ging mit Ihnen. Sie finden sie auf der Homepage der Deutschen Bischofskonferenz unter dem Menüpunkt Publikationen. Dort können Sie entsprechend sich diese Publikation zum Thema geistliche Begleitung, was ist gute, gelingende geistliche Begleitung, auch im Fachdienst geistliche Begleitung, den es in der katholischen Kirche gibt, dort können Sie erste Einblicke nehmen. Nun möchten wir mit großer Freude ankündigen, dass Pater Manfred Kollig, Generalvikar des Erzbistums Berlin, den ersten Vortrag halten wird. Pater Kollig gehört zur Gemeinschaft der Arnsteiner Patres, war Mitglied der Generalleitung in Rom, war auch zuständig für den Weltjugendtag mit in Köln, den sicherlich einige von Ihnen im Jahr 2005 erleben konnten, war dann als Schulseelsorger tätig und auch in der Hauptabteilung Schulseelsorge und dann auch in der Seelsorgeamtsleitung im Bistum Münster tätig. Jetzt ist er seit 2017 als Generalvikar im Erzbistum Berlin. Er wird seinen Vortrag halten zu einem positiven Aspekt. Wir haben gestern viele psychologische, psychotherapeutische und auch psychiatrische Analysen gehört. Und heute soll es in eine positive Richtung gewendet gehen, im Hinblick auf eine gute, auf eine gelingende Spiritualität und Begleitung. Und hält seinen Vortrag zum Thema Glaube, Hoffnung und Liebe neu zum Leuchten bringen. Eine Spiritualität zur Vermeidung des geistlichen Missbrauchs. Also mal zu den göttlichen Tugenden. Es ist eine große Freude, Pater Kollig, dass Sie heute hier in Leipzig sind. Und ich möchte Ihnen gerne das Wort übergeben. Ja, ganz herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung, sehr verehrte Damen und Herren. Gestern haben wir uns sehr viel mit Gefahren geistlicher Begleitung beschäftigt, auch mit den Opfern geistlicher Begleitung. Das wird auch nachher weitergehen und ich glaube, das ist sehr wichtig. Und das, was ich sage, soll auch das alles nicht relativieren. Aber gleichzeitig glaube ich, ist es gut, dass wir uns an diesem Morgen, und da folge ich der Einladung der Tagungsleitung, dass wir uns an diesem Morgen auch mit dem Schatz beschäftigen, den wir haben, mit dem Geist, aus dem heraus geistliche Begleitung geschieht. Und wenn wir uns auf diesen Schatz besinnen, dann ist das eine gute Kraftquelle, um zu vermeiden, dass geistiger und geistlicher Missbrauch geschehen können. Ich weiß, wenn ich über die Grundzüge der Spiritualität rede, dass das viel differenzierter noch geschehen müsste. Zum Beispiel, dass man differenziert nachgehen müsste der Frage, warum suchen denn Menschen geistliche Begleitung? Einige sagen, für uns gehört das einfach zum Leben dazu. Wir brauchen in unserem Leben aus dem Glauben eine kontinuierliche Begleitung, ein kontinuierliches Feedback, einen kontinuierlichen Augenöffner und so weiter. Andere suchen geistliche Begleitung in Phasen der beruflichen Orientierung und der Berufungsklärung. Wieder andere suchen geistliche Begleitung in der Krise. Unabhängig davon glaube ich aber, dass ein Paradigma für jede Form von geistlicher Begleitung entscheidend ist, nämlich den Menschen, der begleitet wird, in eine größere Freiheit zu führen, die nicht von uns geschenkt wird als geistliche Begleiterinnen und Begleiter, auch nicht geschenkt wird von der Institution Kirche, sondern von Gott kommt. Die Spiritualität der Begleiterinnen und Begleiter ist entscheidend für die Qualität der Begleitung. Wer als Begleiterin und Begleiter nicht frei ist, sondern lebt aus einer Angst oder aus dem Befehl, du musst, der wird dies auch in der geistlichen Begleitung bewusst oder unbewusst
einbringen und wirken lassen. Ich sage immer, für den Christen ist es wichtig zu wissen, es gibt nur ein du musst sterben. Das ist das einzige Muss. Es geht darum, einander auf dem Weg durch das Leben zu begleiten und im Sterben zu stützen, sowie Perspektiven anzubieten in jeder Situation des Lebens. Perspektiven aus dem Glauben, aus der Hoffnung und aus der Liebe. Wir haben gestern gehört in dem Vortrag von Bischof Felix, dass auch diese göttlichen Tugenden, mit denen wir vertraut sind, dazu geeignet sind, sie zu missbrauchen oder dass sie, wenn sie falsch verstanden werden, den Missbrauch fördern können. Nämlich wenn sie so verstanden werden, dass wir Glauben durch Leistung erwerben können, uns Hoffnung selbst machen können und Liebe mit aller Gewalt suchen müssen. Geistliche Begleitung, wenn wir sie orientieren an dem Geist Jesu, leiten sich ab aus zwei Geboten und nicht aus Hunderten oder Tausenden von Regeln und Richtlinien und Gesetzen. Die zwei Gebote heißen, wir sollen Gott lieben und den Nächsten wie uns selbst. Das sind die entscheidenden Gebote, aus denen heraus Jesus begleitet hat. Es geht darum, im eigenen Leben gute Gründe zu entdecken, um zu sagen, ich bin von Gott geliebt und ich liebe Gott. Nicht ich habe ihn zuerst erwählt, damit können wir uns auf ein Wort Jesu berufen, sondern er hat uns zuerst erwählt und er erwählt uns immer wieder neu in allen Situation. Das geschieht nicht in einem Regelwerk, um das deutlich zu sagen, sondern das geschieht, geistig ausgedrückt, im Gebet. Geistlicher Missbrauch eines Menschen geschieht dort, wo der Mensch im Rahmen von Seelsorge seiner Freiheit beraubt wird oder in ihr behindert wird. Die Freiheit, Ja oder Nein sagen zu können. Und aus diesem Ja oder Nein auch die persönliche Konsequenzen zu ziehen. Ich bin dann auch selbst verantwortlich. Ich darf Ja oder Nein sagen. Dafür bin ich verantwortlich. Ich übernehme die Konsequenzen. Das ist ein Grundrecht jedes Menschen. Und das können wir ihm mit keiner theologischen Begründung nehmen. Hier ist natürlich schon die Einfallschneise auch für Missbrauch. In der geistlichen Begleitung wird es immer dann schwierig, wenn Menschen kommen und wollen Sicherheit haben. Sagen Sie mir, wo es lang geht. Sagen Sie mir, was richtig ist. Das können wir nicht. Wir können sagen auf der Grundlage der Heiligen Schrift, was dort in der Geschichte Gottes mit den Menschen für richtig gehalten wurde in einer bestimmten geschichtlichen Situation. Wir können sagen, was richtig ist in unserem eigenen Leben in dem Sinne, dass wir es auf der Grundlage unseres Glaubens für das Richtige gehalten haben. Wir können auch sagen, was die Kirche für das Richtige hält. Aber ob es für den Menschen in dieser Situation das Richtige ist, können wir nie und nimmer sagen. Ebenso gehört zu den Grundfreiheiten, dass ein Mensch auf eine Entscheidung auch verzichten kann, von der wir als geistliche Begleiterinnen und Begleiter vielleicht denken, dass sie doch jetzt reif ist oder notwendig ist oder ansteht. Ein Mensch kann auch darauf verzichten, eine Entscheidung zu treffen. Auch das gehört zur Freiheit. Wo diese Freiheit in geistlichen Beziehungen nicht gewährleistet werden wird, dort wird der Mensch manipuliert, bevormundet und zur Verantwortungslosigkeit erzogen.
Solcher Missbrauch kann sowohl mit Bezug auf den Einzelnen geschehen, aber ich sage das hier auch deutlich und weite das etwas nicht, um abzulenken, aber um zu sehen, dass es nicht nur um geistliche Begleitung geht des Einzelnen, sondern dass dieselben Mechanismen auch in geistlichen Prozessen laufen. Manipulation dieser Art, die Freiheit zu nehmen, kann sich auch in Gruppen ereignen, auch in ganzen Systemen wie zum Beispiel einer Pfarrei oder einem Bistum. Geistliche Prozesse brauchen als erstes immer die Anerkennung der Wirklichkeit durch den Begleitenden und den Begleiteten, ohne dass der eine dies für den anderen übernehmen kann. Das zeigt sich besonders in zwei Aspekten. Der erste Aspekt ist das Erkennen und Anerkennen der grundsätzlichen und irreversiblen menschlichen Wirklichkeit. Der Mensch, der sich begleiten lässt, verfolgt das Ziel, die natürlichen Bedingungen seines Lebens anzuerkennen, denen er als Mensch unterstellt ist. Hierzu gehört, dass jeder Mensch Gaben hat und Möglichkeiten empfangen hat, über die er frei verfügen kann. Er kann sie nur für die eigenen Interessen einsetzen, auch das ist Ausdruck seiner Freiheit, oder mit anderen teilen. Und es gehört auch dazu, dass er Grenzen des Machbaren für sich selbst anerkennen muss und dass er die Perfektion nie erreicht. Dass nicht alles rund läuft, gehört zum Wesen des Menschen und der gesamten Schöpfung. Ebenso gehören zur Gesellschaft die Störungen in den Betriebsabläufen, Insolvenzen, kriminelle Aktionen und Skandale. Dies trifft unabhängig davon zu, ob es sich bei den Taten um Vorsatz handelt und somit um Sünd- und schuldhaftes Verhalten oder nicht. Der zweite Aspekt ist der umfassende Blick auf die aktuelle Situation, die möglichst klar gesehen und erfasst werden muss. Der Mensch als Einzelner oder eine Gruppe müssen gemeinsam die konkrete eigene Wirklichkeit erkennen und anerkennen. Sowohl das Beschönigen als auch das Schlechtreden trüben den Blick und führen zu den falschen Schlussfolgerungen. Sie sind ein Ausdruck, dass es kein geistlicher Prozess werden kann, weil die Freiheit fehlt, anzuerkennen, was ist. Ich möchte das auch sagen, das gilt für den Einzelnen, aber das gilt auch beispielsweise für die Institution Kirche. Beispiel: Es gehört zur Wirklichkeit unserer Kirche in Deutschland, dass wir eine hohe Zahl von Austritten haben. Das wird niemanden erfreuen, der sich in dieser Kirche engagiert. Und ich gestehe ein, das bereitet mir Sorge. Gleichzeitig ist es aber nicht Ausdruck eines geistlichen Prozesses, wenn wir hingehen und sagen, wie können wir vermeiden, dass die Zahl der Kirchenaustritte steigt, wenn das unser erstes Ziel ist. Sondern zunächst einmal geht es darum, wir beschönigen nicht, wir erkennen die Wirklichkeit an. Wir fragen nach den Gründen und wir fragen, was uns das denn zu sagen hat. Und wir rechnen damit, dass uns Gott sogar etwas sagen will, durch diese Austritte. Das ist ein Beispiel, an dem wir festmachen können, wie gehen wir mit dem Indikator Freiheit um. Ist unser erster Reflex Kampagne, gegensteuern, oder ist unser erster Reflex anerkennen und sich fragen, was will uns diese Situation sagen? Die Krise zu verhindern, ist nicht immer der beste Weg zu Gott. Durch die Krise zu gehen, kann manchmal der bessere Weg sein. In der Geschichte Gottes mit den Menschen beispielsweise kann die Exilzeit eine notwendige Zeit sein, um wieder neu die Beziehung zu Gott aufzubauen. Und innere Freiheit bedeutet auch, sich einzugestehen, dass die Geschichte Gottes mit den Menschen nicht dort aufhört,
wo sie aus der Kirche austreten. Auch das gehört zur inneren Freiheit als Institution. Ich mache bewusst diesen Schlenker auf die institutionelle und systemische Ebene, um deutlich zu machen, es geht hier nicht nur darum zu gucken, ob geistliche Begleiterinnen und Begleiter gut sind, ob ihre Begleitung qualitätsvoll ist, ob sie dem Geist Jesu entspricht, sondern es geht auch darum zu schauen, ob die Institution, in der das geschieht und das System, das ermöglicht und unterstützt und bestärkt oder ob es hier vielleicht auch eventuell Anzeichen dafür gibt, dass sie es eher verhindert und erschwert, aus der Freiheit heraus zu begleiten. Not lehrt beten, das ist ein bekanntes Wort, das durch Erfahrung gedeckt ist. Wenn wir aber auf die aus dem Geist Gottes geprägte Begleitung von Einzelpersonen und Gruppen schauen, dann sollte der Ansatz ein anderer sein. Denn eine auf der Not basierende Begleitung führt leicht in falsche Abhängigkeiten. Wer Wege zum Glauben und in den Glauben hinein sucht und wer in diesem Glauben wachsen möchte, der sollte bei seinen Erfolgen und Stärken ansetzen. Begleiterinnen und Begleiter, die geistig beraten und führen, beginnen bei den Stärken der Menschen und bei deren Erfolgen. Sie gehen davon aus, dass der Geist auch in den erbärmlichsten Situationen und in den ärmsten und geringsten Menschen wirkte und wirkt. Und auf die Institution wieder hin übertragen, wer aus dem Geist Jesu lebt, der bezeugt die Stärke nicht darin, dass er nach außen deutlich macht, dass er Stärke hat, sondern der sich in der Schwäche, auch der institutionellen Schwächen, auch in dem, was sichtbar wird an der Unvollkommenheit dieser Kirche, bezeugt, dass er die Unvollkommenheit zugibt und gleichzeitig sagt, meine Stärke ist, dass auch im eventuell sogar im Exil, wenn es ganz schlimm kommt, unser Gott gegenwärtig ist. Unsere Stärke ist nicht das, was wir um uns herum aufbauen, sondern unsere Stärke ist das, was in uns lebt und der in uns wirkt. Als die Menschen sein wollten wie Gott, Buch Genesis, da erkannten sie, dass sie nackt waren. Und so erkennen manchmal, dass wir nackt sind, auch institutionell, ist der Anfang dafür, dass Gott wirken kann. Vielleicht braucht es genau diese Spannung und diese Dialektik, und vielleicht wäre das auch dann ein Umgang, ein geistlicher Umgang mit der persönlichen Situation und auch mit der kirchlichen Situation und auch mit der gesellschaftlichen Situation, in der wir dann aktuell leben, wo wir sagen müssen, Covid-19 lässt uns erkennen, dass doch nicht die Möglichkeiten unbegrenzt sind. Wir hätten es längst vorher erkennen können. Die treibende Kraft aber für dieses sich einlassen auf Gott und für das Wachsen in der Beziehung mit Gott, darum geht es ja, darf nicht sein, dass wir die eigene Schwäche zum Anlass nehmen. Geistliche Begleitung von einzelnen Gruppen muss immer dahin führen, sich erinnern zu helfen, wo das Leben des Einzelnen oder einer Gruppe oder einer Gemeinschaft oder einer Kirche auch gut gelaufen ist. Die früheren Erfolge aus dem Glauben zu deuten und nicht zu sagen, das haben wir geschafft, sondern es hat Gott durch uns geschafft. Sie sakramental zu deuten, das war der Geist Gottes, der uns das ermöglicht hat, der uns gewandelt hat, der unseren Verstand genutzt hat, um Großes zu schaffen, beispielsweise, der unsere Hände nutzt, um Zärtlichkeit zu schenken, um zu heilen, um etwas handwerklich herzustellen oder wie auch immer. Es war er. Dieses Deuten der Erfolge aus dem Glauben schafft die Grundlage, um dann auch die Grenzen und das Scheitern im Glauben
annehmen zu können. Wer sich erinnert, dass er sich und seine Erfolge Gott, dem Schöpfer und Erlöser, verdankt, wird sich auch im Scheitern an ihn wenden. Dann wird die als Gefahr wahrgenommene Krise zur Gelegenheit. Das ist für mich echter Glaube. Auch die Hoffnung bewährt sich im Scheitern. Dies gilt nicht nur für den einzelnen Menschen, sondern auch für Gruppen und Systeme. Eine Gruppe, die glaubt, sie habe alles aus eigener Kraft geschafft, und eine Kirche, die ihre großen 2000-jährigen Verdienste als selbstgemacht vorzeigt, werden es schwer haben, die eigenen Grenzen und Misserfolge zu erkennen und anzunehmen. Und sie werden die Krise nicht zulassen, siehe Trump, durch die hindurch letztendlich Heil geschehen kann. Als anschauliches Beispiel mag das Volk Israel zur Zeit des Propheten Jeremia dienen. Es setzte auf Stärke, war selbstherrlich und wandte sich von Gott und dem Guten ab. Selbst als das Exil unausweichlich vor Augen stand, leugnete das Volk die Krise, bis es sie zuletzt durchleben musste. Die Krise als Ermöglichung der Zuwendung Gottes ist mehr als eine abzuwendende Not. Sie führt in die Tiefe und zeigt erstaunliche Wirkung. Im 17. Kapitel im Buch des Propheten Jeremia wird zielführend darauf hingewiesen, dass es gefährlich ist, wenn der Mensch nur auf sich und auf die Kraft der Menschen und des Systems setzen. Der Herr bittet den Propheten, sein Volk zu ermahnen, nicht auf das zu vertrauen, was den Menschen möglich ist. Stattdessen solle er seinem Volk sagen: Gesegnet der Mensch, der auf den Herrn vertraut und dessen Hoffnung der Herr ist. Von Beginn an zeigt Gott in seinem Bund, dass er nicht die Krise schickt. Er schickt auch nicht die Plagen und die Kriege und auch nicht Covid-19. Menschen haben immer wieder diesen Gott dahingehend missverstanden, dass sie glauben, er sendet alle Übel, um uns Menschen zur Einsicht zu führen. Nein, Gott sendet nicht Krisen und Katastrophen, der Mensch braucht sie aber, um zur Einsicht zu kommen. Er muss erkennen, nochmal Genesis, dass er nackt ist, um dann die Liebe Gottes zu erfahren, der zu ihm steht, ohne dass er um sich herum alles Mögliche aufgebaut hat, geschaffen hat und ohne dass er große Erfolge vorzeigen kann. Diese Einsicht braucht der Mensch, und das ist das Ziel geistlicher Begleitung. Dieses Vertrauen wachsen zu lassen, dass Gott in allem und unter allen Umständen mit mir geht, zu mir steht. Der selige Bernhard Lichtenberg bei uns im Bistum hat einmal gesagt: Wenn ich einsam bin, bin ich am wenigsten einsam, weil dann Gott alleine ganz da sein kann und niemand anderes da ist. Man muss nicht große Zugänge haben zu solchen auch dialektischen Überlegungen, aber ich glaube, sie können sehr anregen. Die Überforderung mit Krankheit, die darf sein. Geistlich kann ich sie annehmen, indem ich sage, ich bin überfordert, aber ich hoffe in der Überforderung auf den Heiland. In der Erfahrung von Gewalt und Krieg, ich hoffe auf den Friedensfürst. In den Grenzen des eigenen Wissens und der eigenen Macht, ich hoffe auf den Allwissenden und Allmächtigen. Und in den Grenzen meiner Möglichkeit, gegenwärtig und nahe zu sein, was wir ja sein müssen als sakramentale Kirche, die Hoffnung, dass der Allgegenwärtige da sein kann, auch wenn wir diese Nähe nicht zeigen können. Geistliche Begleitung stärkt im Glauben, stärkt in der Hoffnung und sie stärkt auch in der Liebe.
Geistliche Begleitung hilft den Menschen, sich nicht mit sich selbst zu begnügen. Sie hat nicht zum Ziel, den Menschen zu helfen, mit allem, was im Leben geschieht, selbst klarzukommen. Sie macht die Stärken bewusst und auch die Grenzen. Aber sie macht den Menschen auch Mut, sich helfen zu lassen, sich unterstützen zu lassen und anzuerkennen, dass er bedürftig ist und dass er geliebt werden muss und zuerst von Gott geliebt werden muss, ehe er selbst lieben kann. Und sie stärkt ihn in dem Glauben, geliebt zu sein. Geistliche Begleitung lässt wachsen im Glauben, in der Hoffnung und in dieser Liebe. Sie vermeidet nicht, das wird ja in der Person des Petrus und seiner Geschichte mit Gott sichtbar, dass es so etwas gibt wie ein Scheitern. Gott lässt zu, dass Petrus sagt, ich kenne diesen Jesus nicht. Gott lässt zu, dass Petrus widerspricht, als Jesus erklärt, wozu er berufen ist. Dass seine Krone nicht aus Gold ist, sondern aus Dornen und sein Thron keine Kathedrale, sondern das Kreuz. Er lässt das zu, dass dieser Petrus ihm widerspricht und das nicht versteht. Und er lässt auch zu, dass der Petrus mutig sagt, ich komme. Und dann versinkt er im Wasser. Das alles ist zugelassen, aber in alledem zeigt Gott auch, wie sehr er ihn liebt. Und nicht, weil er vollkommen ist, sondern er liebt ihn in seiner Unvollkommenheit, in seinen Grenzen, ja, in seinem Scheitern. Bei alledem geben geistliche und geistige Begleiterinnen und Begleiter Raum, damit Getaufte und die Kirche als Ganze sich mit ihrem Wissen an den Allwissenden und mit ihrer Macht an den Allmächtigen wenden. Denn die eigene begrenzte Gegenwart ist gut begleitet und geführt durch die Allgegenwart des einzigen Herrn. In diesem Glauben kann der Mensch gelassen bleiben. Falsche Bilder von sich und anderen sowie von Gruppen, von Institutionen, auch von der Kirche loslassen und sich so befreien lassen zum Glauben an Gott, zur Hoffnung auf Gott und zur Liebe zu Gott. Was motiviert letztendlich, geistlich zu begleiten? Menschen, die sich geistig begleiten lassen oder die sich an geistlichen Prozessen beteiligen, erfahren lassen, dass der Glaube an Gott, die Hoffnung auf Gott, die Liebe zu Gott, dass sie befreit, die eigene Wirklichkeit und die der anderen anzunehmen, mit den Licht- und mit den Schattenseiten. Weil diese eigene Wirklichkeit immer offen ist für eine bessere Zukunft.